Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu dem kleinen angekündigten Spezial. Und zwar den anderen Weg, hoffentlich den anderen Weg, den ja, tödlichen Weg für den Outsider. Ich wollte noch vorher mir die Sachen. Okay. Ich wollte mir die Sachen nämlich nochmal angucken. Sieh dich nur an. Das wollte der Orden verbergen? Das wollten die Augenlosen wissen? Ich bin im Zentrum des Nichts. Und du bist nicht mal annähernd das Monster, gegen das ich kämpfen muss. Du bist mir ausgeliefert. Aber du warst immer schon schlechten Menschen ausgeliefert, nicht wahr? Du sagtest, ich hätte eine Wahl. Nun, ich bin hier, um sie zu treffen. Ich habe meine Meinung nicht geändert, du schwarzäugiger Mistkerl. Du hast dich. Nee, das hast du nicht verdient. Niemand hat das. Ach, ich kann das gleiche Spielchen jetzt hier schon machen? Das war mir jetzt nicht bewusst. Ende ich Das damit hast du schon? nicht verdient. Niemand hat das. Die Welt soll sich nicht auf Kosten eines Einzelnen drehen. Okay. Messer in meiner Hand, bis du es mir in den Rücken gestoßen hast. Ja, ich will mich erstmal ganz kurz umsehen, liebe Leute. Ob man hier irgendwas machen kann. Und irgendwo hin kann. Wahrscheinlich nicht. Hier geht's bloß weg. Warte mal, hier hinten könnte man vielleicht ein Stück nach oben. Ich will nämlich ganz schnell schauen, bevor wir das eigentliche Ende antreten, ob man hier irgendwie scheinbar nicht irgendwas anderes machen. Na, man könnte vielleicht hier. Hahaha, die sind nicht da. Ach, das ist ja gemein. Okay. Also, es ist hier wirklich definitiv Schluss. Hier gibt's kein Special oder sowas. Hier ist definitiv Schluss. Ah, okay. Oh, das Spiel ist abgestürzt. Das Spiel ist abgestürzt. Was ist denn hier los? Ich starte mal schnell. Das Spiel ist abgestürzt. Ich fass es nicht. Ich habe in der letzten, also in der abschließenden Folge, habe gesagt, dass das Spiel sehr stabil ist. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist stabil gewesen. Also ich hatte keinen Absturz. Ich weiß gar nicht, was das jetzt ist hier, warum das Ding jetzt so eine Zoten gerade macht. Das ist mir nämlich schon passiert vorhin, also vorhin, ne, als ich die Aufnahme starten wollte, ist mir das schon passiert. Da ist mir das schon rausgefunden. Da dachte ich, das wäre aufgrund des New Game Plus. Ah, das dauert bestimmt jetzt ewig, ne? Ladebalken? Oh nee, das geht sogar schnell. Liegt doch im Cache. Okay, Kampagne. Hier übrigens gibt es das neue Kräfte Plus, ne? Also, man könnte jetzt ein neues Spiel starten. Mit Billy Lurk starten, diesmal mit Kräften aus Dishonored 2. Wäre ein interessanter Weg. So, wir laden das Ganze. Jawohl. Mal gucken, ob es fliegt. Also wir machen es hier live. Ich schneide hier auch nichts weg da. Ne? Also das ist sowieso nicht so mein Ding. Wenn ich mich verhasple oder verquatsche oder was auch immer und Müll rede, dann ist das halt so. So, dort, dort. Ich habe einen anderen Weg gefunden. Der Outsider lebte und atmete einst. Auf den Straßen einer vergessenen Stadt. Diese Kultisten nahmen ihm alles. Sogar seinen Namen. Aber ich weiß ihn. Sein Name ist das Zeichen. Nur die Toten können ihn lesen. Wenn er ihn zurückbekommt, ist er frei. Dann wird er wieder ein normaler Mensch sein. Das Zeichen? Nein, du musst ihn töten. Das kannst du nicht verlangen, Billy. Nicht nach allem, was er getan hat. Was wir getan haben. Okay,
Du hast recht. Ich hab's versprochen. Du hast recht. Ich hab's versprochen. Ich halte Wort. Ich bring's zu Ende. Okay, also der eine Punkt ist, wir können es nur beenden, indem wir ihn überzeugen, dass er den Namen ausspricht. Du warst das Messer in meiner Hand. Ja. Bis du es mir in den Rücken gestoßen hast. Ja. Genau. Ich mache mal jetzt hier trotzdem noch speichern. Wir überspeichern. Und dann müssen wir in der anderen Variante ihn wirklich umbringen, was wir jetzt auch tun werden. Sieh dich nur an. Das wollte so, das hatten wir schon. Ich überspringe das. Ich habe meine Meinung nicht geändert, du schwarzäugiger Mistkerl. Ich sah, was du mich sehen lassen wolltest, schwarzäugiger Mistkerl. Und das ändert rein gar nichts. So endet es. So endet es immer. Ich verstehe. Ich verstehe. Es gibt keine Wahl mehr. Es ist getan. Du hast den Knoten im Zentrum gelöst. Alles wird jetzt zerfallen. Die Welt wird endlich eine andere. Die Welt vielleicht. Aber wir nicht. Mörder ändern sich nie. Tja, Gottesmord heißt das Achievement, was wir jetzt erreicht haben. Oh ja, okay, jetzt kommt sowieso wieder der Abschluss. Oder nicht? Vielleicht ist es nicht gerecht, aber was ist schon gerecht? Die Schuldigen bekommen nie, was sie verdienen. So wie dieser schwarzäugige Mistkerl. Aber mit dem Messer im Herz habe ich das geändert. Er starb für die Menschen, die seine Magie verfremdet hat. Kulte, Hexen und Mörder. Für all den Wahnsinn und das Chaos. Für Daud, für mich. Aber trotz allem bin und bleib ich eine Mörderin. Obwohl es so viel Zweifel gibt, weiß ich, dass manche Dinge wahr sind. Der Outsider ist Vergangenheit. Und die Welt wird sich auf unbekannte Weise verändern. Aber das Nichts ist noch immer da. Wie ein Echo hinter dem Horizont. Und es gibt niemanden mehr, der bestimmt, wen seine Magie berührt. Tja, im Prinzip, diesmal sind es zwei, weil wir den Outsider umgebracht haben. Im Prinzip ist es wirklich lediglich die Veränderung, was wir als Billy sind. Haben wir die Gabe, die wir erhalten haben, genutzt, um uns selbst zu läutern? Oder kann man einen Mörder nicht, also einen Kriminellen nicht verändern? Ich selber muss sagen, mir gefällt die Variante der letzten Folge, also sprich, dass wir den Outsider retten, gefällt mir weitaus besser. Nicht nur, weil man vielleicht diesen sympathischen Mistkerl hier und da, lieben ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, ne, gelernt hat, sondern weil er, wir haben es ja erfahren, durch Lesen und allem drum und dran, für das, was er geworden ist, nichts konnte, weil er eben halt dazu gemacht wurde und wie soll ich es am besten ausdrücken, das, was er dann getan hat, aufgrund eben halt der Gabe selbst, dass er korrumpiert wurde von dieser Gabe, weitergemacht hat. Aber er hat versucht, sich selbst in seinen Möglichkeiten zu bessern, würde ich jetzt sagen. Weil er hätte ja von vornherein die ganze Zeit Billy Einhalt gebieten können, sondern er hat die Entscheidung ihr überlassen, was mit ihm passiert, dass andere über ihn richten und nicht er selbst über sich richtet. Wobei er selbst, würde ja genauso sagen, er war ja sehr überrascht gewesen in der letzten Folge, dass man sich so entschieden hat und auch froh darüber, dass man wieder Mensch ist. Ne?
Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle hier kurz einen Schwenk. Ich mache das Escape, Escape, Escape. Wüssten dann dementsprechend gleich, wenn wir ins Hauptmenü kommen. Das so als kleines, genau, das als kleiner Absacker, einen Tag später, eine Folge später zum eigentlichen Ende. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ciao, ciao.